Hier eine Frage ohne vorgegebene Antwort. Welche Geldsumme in Euro, die während einem Jahr zu 6% angelegt wird, bringt denselben Betrag an Zinsen ein wie ein Betrag von 240 Euro, der während einem Jahr zu 5% angelegt wird? Die gegebenen Prozentsätze sind jährliche Zinssätze. Wir können diese Aufgabe sofort in diese Gleichung umwandeln. 6% von der gesuchten Summe ist 5% von 240. Wir können diese Gleichung sofort mit 100 multiplizieren. Dann setzen wir diese 6 rechts vom Ist-Zeichen, wo sie teilen wird. Somit ist x also 5 mal 240 geteilt durch 6. 240 geteilt durch 6, das macht 40. Und 5 mal 40 ergibt 200. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 200. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.